Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind hier auf der Poiden. Und sollen uns die Rede vom ältesten Max anhören. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Uns noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu opfern. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen können. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Mann, wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme, lässt mich Captain Kells 100 Liegestütze machen. Ja, wahrscheinlich. Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen, sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Ja, keine Sorge. Maxen, Maxen, Maxen. Ältester Maxen? Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Ihr Schicksal ist ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern. Indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Ich bin also überzeugt. Keine Sorge, ich bin überzeugt. Paladin Dances Bericht hat recht deutlich dargelegt, wie sie zur Bruderschaft stehen. Und er ist überzeugt, dass sie uns nützen würden. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich sie hiermit zum Ritter. Das ging schnell. Zusammen mit ihrem neuen Rang erhalten sie eine Power-Rüstung, die sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen sie sie mit Stolz. Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn sie der Bruderschaft treu dienen, können sie diesen Rang ebenfalls erreichen. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen sie uns mit Stolz. Abstandssensoren grün. Klar. Von 3 Sekunden. Hoch. Ist richtig, aber ich wollte da glaube ich nicht runter. Ich wollte hoch. So, jetzt habe ich irgendwie einen persönlichen Behälter oder so. Wer ist das? Dachien. Paladin. Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxen? Maxen scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxen ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Er scheint zu wissen, was das Beste für die Leute ist. Ganz genau. Ohne seine Entschlossenheit wären wir verloren. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Was soll die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxen ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay,
Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Ist deine Entscheidung. Ich geh allein. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Ja. Dahin. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. So. Er war gar nicht einer von den Questleuten. Dienstliche Tour. Ah, jetzt. Ah. Oh, gut, die Hälfte habe ich ja schon getan. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Welche medizinische Untersuchung? Mir geht es gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein paar einfache Fragen zu deiner Krankengeschichte. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du nichts hier hochschleppst, was eine Gefahr für die Besatzung darstellen könnte. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Manche Leute, die YouTube-Kommentare schreiben, ja. Nein, eigentlich nicht. Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ich hatte bestimmt mal eine Erkältung. Nee, ich war nicht noch nie krank. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Sexuell übertragbar? Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Geschieht das oft? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Es ist ja auch ein bisschen ekelhaft. Da du viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal, ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Nö, eigentlich nicht. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. So. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was? Was willst du denn mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Bitte was? Welche Bücher enthalten denn wesentliche Informationen? Technische Handbücher, Reparaturanleitungen, Entwurfsabhandlungen, medizinische Forschung. Alles, was das Wissen der Bruderschaft erweitert. Deshalb ist für mich alles andere wertloses Papier. Aha. Der Müll muss natürlich entsorgt werden. Freut mich, dass du das auch so siehst. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Ach du. Maxen wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, das alles hinzubekommen. Ja, ich kann doch helfen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen.
Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Mhm. Ja, da haben wir doch bestimmt noch Leute. Ach, oh. Guter Euch. Entschuldigung, Proctor Ingram. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Nicht? Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, runtergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Tja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Ach du. Würde es helfen, wenn ich verspreche, niemandem davon zu erzählen? Ich möchte kein Mitleid und ehrlich gesagt, kenne ich dich auch nicht sonderlich gut. Vielleicht ein andermal. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Ja. Ich will keine scheiß Powerrüstung haben. Angeblich hat sich ältester Maxen die Narbe in seinem Ritter. Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Aha. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Aha. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Mhm. Proctor. Was kann ich heute für dich tun? Ich schau mir das Angebot mal an. Bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt. Proctor und Gamble oder was? So, hier ist nichts dabei, was ich jetzt unbedingt sagen muss. Ja, kann ich verkaufen. So, eigentlich kann ich die Leuchtfackeln auch verkaufen. Brauche ja keinen nicht. Und jetzt ist die Frage, der hat doch Munition hier. Ja, oh. So. Dann, huch. Kriegt sie nämlich. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst.
Ja. Vermutlich. Nämlich hier. Dr. Tegan? Kann ich dir behilflich sein? Bestimmt. Lass mal sehen. Gerne doch. Ihm. So. Na. Warte mal. Was führt dich heute zu mir? Arbeit. Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer mit allen nötigen Mitteln. Mit allen nötigen Mitteln? Du gibst mir hierbei also freie Hand. Ganz genau. Tja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Glaubst du, du schaffst das? Ja. Bin dabei. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Die Farm ist auf der Karte. Zeig den Zivilisten, wie überzeugend du sein kannst. Vielleicht können wir ja irgendwie kooperativ und diplomatisch da eine Lösung finden. Vielleicht gehe ich da sogar ganz stark von aus. Dr. Quinlan? Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Letzteres. Ich habe Zeit, dir bei der Patrouille zu helfen. Ausgezeichnet. Die Arbeit eines Gelehrten ist nie getan. Es wartet immer neues Wissen dort draußen. Du triffst dich mit der Gelehrten am Boden. Sie wird dir den Ort nennen. Die Patrouille ist ein Erfolg, wenn du den Gelehrten mit den Daten zurückgebracht hast und es keine Opfer gibt. Mhm. Proctor. Ich hoffe, du behältst deine Gelehrten im Auge. Sie verlassen sie. Naja. Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Okay. Hat der Mission? Captain Kate? Kann ich etwas für dich tun, Soldat? Was gehört, Doktor? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit für was anderes. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Aha. Ja dann. Jetzt gerade nicht. Okay. Entschuldige mich. Ja. Was war denn mein Auftrag? Keine Gnade, trifft dich mit der Älteste am Wechsel. Ach so. So. Wo ist er denn? Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Lalalala. Max mag warmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Ja. Boah. Am Tag ist das ja fast doch geiler. Aha, jetzt haben wir. Willst du das machen? Nein, nein, du hast es schon fast. Boah, das ist einfach so übertrieben. So. Jetzt, da Sie die Crew der Prithven kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja. Ja, Ältester. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem sitzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen können. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Klar. Supermutanten? Ich dachte, das Institut wäre der Feind. Supermutanten sind nicht besser als Synths. Sie erinnern uns stets daran, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Ganz egal, ob man mit Hilfe der Biochemie Gene manipuliert oder aus ein paar Schaltkreisen Leben erschafft. Diese Art von Wissenschaft ist falsch. Als Mitglieder der Bruderschaft ist es unsere Pflicht, solche Abscheulichkeiten zu beseitigen. Gleich in welcher Form sie auftauchen. Ich kann also darauf zählen, dass Sie den Job erledigen? Also. Was macht diese Munition? Der Fatman ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung der Bruderschaft. Es handelt sich um einen kleinen, tragbaren Atomsprengkopf. Ein Trupp, der mit einem dieser Dinger ausgestattet ist,
ist praktisch unaufhaltsam. Sollten Sie jedes Vergnügen haben, einen Fatman abzufeuern, dann beherzigen Sie diesen hart. Schießen Sie damit nicht auf kurze Distanz. Sonst bleibt nicht genug von Ihnen übrig, um damit einen Schuhkarton zu füllen. Reicht das als Begründung? Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Atomwaffen von Supermutanten fernhalten? Oh, wir werden unser Bestes geben, keine Frage. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Weißt du, nutzen mit Vorliebe Atomwaffen, beschweren sich dann aber über Genmanipulation. Das sind so richtig Scheinheilige eigentlich. Aber ich werde jetzt mal einen Cut machen. Dann auf diese Insel da und...